Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich wollte jetzt ein bisschen Krams hier einsortieren. Den Pixie Dust kommt hier mit rein. Achso, ja genau. Ich wollte übrigens nochmal schauen, welchen Gegner mussten wir nochmal besiegen, um die Minishark abzugraden. Souls of Might. The Essence of a Destroyer. Okay, also wir brauchen den Destroyer dafür, damit wir die zusammenkriegen. Ach ja, und 5 Haiflossen. Und nicht zu vergessen die Illegal Gun Parts. Okay. Das könnten wir hinkriegen, denke ich mal. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich habe eben gerade FIFA gezockt. Und zwar 4 Parts am Stück, die ich auch aufgenommen habe. Und ich habe 3 Partien davon verloren, leider. Und deswegen habe ich mich ein ganz klein wenig aufgeregt. Boah, ich könnte manchmal ausrasten, wenn ich FIFA zocke, ne? Ganz ehrlich. Echt schlimm manchmal. Wir machen mal Dep... Na, scheiße! Och, Mensch, heute ist nicht mein Tag. Was ist... Oh. So, die 30 Healing Potions bleiben auf jeden Fall hier. Dann die Fackeln kommen natürlich wieder mit ins Inventar, genau wie die Glowsticks. Ah, gut, die ganzen Tränke, die Blinkroots kommen hier natürlich auch nicht rein. Die wurden Platforms nicht, das Gel nicht. Ah doch, die Sachen kommen da rein. Die Ivy Whip kommt hier mit hin. Die Lesser Healing Potions, die können wir trotzdem hier lassen. Den Key nehmen wir natürlich auch mit. Genauso wie den Save und die Restoration Potions. Und das war's dann, glaube ich. Oder ich wollte eigentlich nur einen Quick Stack machen. Und obwohl das auch dämlich ist. Ein Quickstack ist auch dämlich, denn... Wo sind meine ganzen Heiltränke jetzt gerade? Sind das alle? Nee, ach, da, genau. Weil wir ja natürlich die Heiltränke noch mitnehmen wollen. So, den Bottled Honey tun wir dann da oben hin. Okay, so sieht's aber gut aus jetzt, wa? Ja, okay. Jetzt mache ich hier nochmal ein... Ey, Leute, ich mache das nicht mit Absicht. Ich bin total durch. Ich bin so durch den Wind, weil... Mich hat das so aufgeregt, dass ich so verloren habe. Ey, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ah, ey. Es ist echt nicht normal, ey. So, die Ivy Whip kommt hier auch rein. So, Shadow Key. Tut mir so leid, Leute, es tut mir so leid. Ich könnte auch übrigens den Hammer wegtun, weil wir haben jetzt ja den Pwnhammer. So, sehe ich es richtig, dass ich alles habe? Nein, die Restoration Potions noch. So, jetzt sieht die Truhe aber wieder gut aus. So, jetzt mache ich hier ein Quick Stack. Blinkroots wollte ich eigentlich loswerden. Ich habe noch keine Blinkroots hier drin? Wow. Das ist jetzt wirklich sehr überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir noch keine einzige Blinkroot gefunden haben. Aber wir haben schon mal 2 Haiflossen. Und ja, das sieht jetzt gut aus. Den Hammer wollte ich loswerden. Der kommt einfach hier mit rein. Und die Axt, die behalten wir mal noch. Man weiß ja nie, wofür man die gebrauchen kann. So, 10 von den Palladium-Barren haben wir. Genau, stimmt. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob wir... uns ein bisschen, was haben wir hier? Crimson Ore. Ich habe doch hier noch irgendwo... Wo waren denn die Sachen, die wir jetzt da mitgenommen haben? Da, die Crimstone Blocks, genau. Denn, schaut mal her, aus den Crimstone Blöcken kann man diese Flash Blocks herstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, wir wandeln die einfach komplett um. Haben jetzt 203... von diesen Fleischbrocken. Und schaut mal hier, da gibt es auch ein Table von, da gibt es auch eine Workbench von, da gibt es Stühle von, da gibt es, was ist das hier? Ja, Tür, natürlich. Eine Tür braucht man natürlich auch. Und man braucht natürlich auch noch Wände. Ist es nicht geil? Und daraus könnte man jetzt eine Hütte machen. Und natürlich machen wir das einfach mal. So, wir haben ja hier schon... Warum wächst hier so viel Scheiße? Wir haben ja hier schon erfolgreich... das Kakteenhaus hier etabliert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, bauen wir jetzt auch noch so eine Fleischhütte. Jetzt weiß ich nur nicht genau, was wir damit machen sollen. Und vor allem, wohin soll die? Hier an das Ende würde ich sagen, eher nicht.
Die Häuser stehen ganz schön weit auseinander, wenn man das jetzt mal so sieht. Hier würde ich gerne noch was anderes hinbauen. Da habe ich auch schon eine Idee. Und hier... Da würde ich einfach mal sagen, hauen wir ein bisschen was an Dreck hin. Und machen das Loch dazu. Dreck haben wir mehr als genug. Sehr schön, das trifft sich hervorragend. Dann können wir das super einebnen. Und wir sollten hier mit dem Wasser vielleicht auch nochmal irgendwie was machen. Ja, das ist auch wieder eine... Das ist auch wieder eine Glanzleistung der Intelligenz, die ich hier vollbringe gerade. So. Ich weiß auch nicht. Mal schauen. Ich glaube, ich mache nur einen Part. Irgendwie merke ich schon, dass ich heute nach diesen Niederlagen nicht mehr so wirklich zu was zu gebrauchen bin. Und ich habe mich in den Parts noch echt gewundert. Wieso bin ich heute so schlecht, ja? Ich meine, wenn ich selbst bei Terraria so eine dumme... Ich meine, klar, ich mach oftmals irgendwie dämliche Fehler und komische Aktionen und... Man kann sich da ab und an schon mal an den Kopf packen, wenn ich irgendwas mache. Aber so eine verplanten Sachen wie zweimal hintereinander Deposit All, das ist einfach nur ein Zeichen davon, dass man irgendwie gerade ein bisschen durch den Wind ist. So, das kommt natürlich auch weg. Und das kommt weg. Und der, oder lassen wir den hier? Der könnte da eigentlich bleiben, das sieht so schön aus. So. Okay, und nun, wie fangen wir an? Ja, erstmal fangen wir wahrscheinlich so an, dass wir hier doch wieder ein bisschen was raushauen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das Haus machen wollen oder ob wir einfach ein normales Haus daraus bauen. Ich glaube, wir bauen einfach ein normales Haus. Alles andere wird jetzt viel zu stressig. Boah, das sieht ja echt widerlich aus. Könnten das noch zwei Blöcke so weitermachen, glaube ich. Flashblock, so. Nein, ach Mensch, ach Granz, Granz, was machst du denn heute? Nein, keine Fackel. Nimm bitte deinen Ponehammer und klopp das da weg. Genau, geht doch. So, Flashblöcke. Zumindest so müssen die hier schon mal hin, denn wir wollen ja eine Türe bauen. Zack. Und... Kann man eigentlich Türen jetzt so bauen? Nee, genau. Man muss immer erst so bauen. Also das wird eine ziemlich komische Wohnung wahrscheinlich hier. Wieso ist das hier drüben so scheiße und dort ist es so schön? Keine Ahnung. So, okay, wie machen wir das Haus jetzt? So einfach ein 0815 Haus wäre auch scheiße. Könnten natürlich schauen, ob wir das irgendwie ein bisschen anders bauen. Irgendwie so, meinetwegen. Ah, dann könnte man immerhin zwei Etagen vielleicht sogar draus machen. So. Aber was genau das sein soll, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt könnte man noch so machen. So sieht das aus. Kann man das so anbieten? Weiß es nicht. So, zack, 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 runter. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was ich hier gerade mache. Aber es sieht irgendwie... Irgendwas ist falsch, oder? Sind die auf einer Höhe? Warte mal. Können wir ja ganz leicht mal testen. Ja, doch, sind sie. Na gut. Das sah jetzt gerade irgendwie so aus, als ob das nicht passen würde. Okay, so. Zack, zack. Aber was soll das darstellen? Ah, man könnte natürlich... Ah, Moment. Ist es gleich? Wenn ich hier an der Tür stehe, ploppe ich mit meinem Kopf da oben gegen. Wenn ich hier an der Tür stehe... Klopp ich mit meinem Kopf da oben gegen. Okay, es muss schon mal gleich sein, auf jeden Fall. So, wie machen wir denn das jetzt? Ah, Moment, ich habe noch eine Idee. Das kommt erstmal so. Jetzt brauche ich mal eben den Hammer. Genau. Zack. Okay, mal schauen. So. Und den Hammer, um das hier so zu machen. Genau, wenn ich das so mache, nee, das sieht scheiße aus.
So, das muss so. Aber wenn ich hier so mache... Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Moment, das lassen wir so. Das sieht da drüben aber schöner aus. Da drüben sieht es schöner aus. Warum? Keine Ahnung. Sieht einfach besser aus da drüben. Ich habe das Gefühl, das ist total unregelmäßig. Ein rauf und dann noch so drei rauf. So. Zack. Und 1, 2, 3, 4, 5, zack. Wir brauchen hier auch ein bisschen Licht. So. Nein, nicht mitnehmen. Nicht den Flashblock abbauen. So, hier muss doch Licht hin. Geht doch. Okay. Und dann würde ich fast sagen, bauen wir hier jetzt rüber, oder? So. Ja. So, frag mich nicht, was es ist. Frag mich wirklich nicht, was es ist. Ich habe selber absolut gar keinen blassen Schimmer. Aber irgendwie... Obwohl, warte mal, da könnte man jetzt natürlich, wenn ich das jetzt gerade so sehe... Hm. Moment mal, ein paar Blöcke haben wir ja noch. Zack, wenn die raus sind... Ich werde das hier noch so ein bisschen weitermachen. So. Ich muss aufpassen, dass ich genügend Blöcke noch für da drüben gleich habe. Genau. Okay, und jetzt machen wir die hier wieder so natürlich. Okay, die kam weg. Und jetzt muss ich mir nur merken, wie wir das gemacht haben. So, so und noch ein, meine ich. Zack, 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 zack. Oh, unsere Flashblocks sind leer. Das ist jetzt natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Wir schauen mal eben, wie viele Flash-Rückwände wir hier eigentlich wirklich brauchen. Ah, jetzt habe ich da schon direkt zwei hinplatziert, die wir nicht brauchen. Also, fangen wir hier mit den Rückwänden an. Boah, das ist ja mal das widerlichste Haus. Oh Mann, schon wieder falsch. Das ist ja das widerlichste Haus, was wir je gebaut haben. Gefällt mir, ne? So, okay, einmal hier hoch. Zack. Zur Not muss ich nochmal in die Crimson und mir noch ein paar weitere Crimson-Blöcke holen. Wäre natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt nochmal dahin muss. Aber schauen wir einfach mal, wie viele wir hier verballern müssen. So, hier geht's wieder rüber. Zack, okay. Das passt. Na, nee, ich glaube, die werden wir alle loswerden. Die werden wir alle loswerden. Das wird nicht reichen. Das bedeutet, wir müssen wohl oder übel nochmal in das Crimson-Gebiet rein, um für Nachschub zu sorgen. Na, Prost Mahlzeit, ey. Prost Mahlzeit. Da habe ich auch Bock drauf. Wir waren ja noch nicht oft genug in der Crimson in letzter Zeit. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen öfter hin. So, bau hier bitte auch hin. Ja, gleich sind sie leer. Gleich sind sie leer. Dann gucken wir blöde aus der Wäsche. So. Ja, okay. Weg sind sie. Na gut, dann müssen wir uns wohl oder übel doch nochmal auf den Weg machen. Machen wir auch einfach direkt jetzt, würde ich sagen. Her mit dem Mushroom. Und obwohl, lass uns... Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg, Leute. Allerdings werde ich an dieser Stelle erstmal einen Cut machen. Sonst wird die Folge wieder viel zu lang. Deswegen sage ich erstmal hier vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn du magst. Ich würde mich freuen und bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.